keinen Umgang mehr mit ihm. Ich war mit Mola eine Zeit zusammen. Auch für dich nicht. Wir sind ab jetzt Feinde. Ich werde gucken, dass er auf der Abschussliste steht. Die Psychospiele Next Level. Ich hader sehr stark mit mir, ihn zu konfrontieren. Warte, Mola und Michelle was? Geht ja auch keinem was an. Ich möchte kurz was sagen. Was ich halt echt unfair finde. Das neue böse Sommerhaus. Wir müssen viel putzen. Bin ich raus? Aua, mir ist gerade voll die Fliege an den Kopf. Ich glaube, der kann auch ganz anders. Wie wird jetzt das neue Sommerhaus? Spoiler. Peinlich des Todes. Viel Spaß. Himmel! Stutzen wir diesen Engel die Flügel. Go big or go home. Es ist ein peinlicher Moment in meinem Leben. Wenn jemand meinen TV-Now-Verlauf sieht, die gute Nachricht direkt zu Beginn. Ach so, hier ist der Kamera. Praktisch, wir haben hier sowohl ein Symbolbild für Arsch auf Eimer, als auch für Dreck am Stecken. Boah, das kann dann irgendwann nerven. Amen. Du bist einfach ein charakterloses Arschloch. Die nervt, ey. Das kotzt mich an. Das sind wir. Droh mir niemals. Was normale Menschen zu einem Klausi sagen, wenn er fragt, ob er ein Lied singen soll. Natürlich piepst RTL das Wort Arschloch nicht mehr. Das wäre in dieser Staffel einfach zu viel Arbeit. Gott, oh Gott, oh Gott. Wer den Teufel herausbeschwört, kriegt ihn auch zu Gesicht. Wir nach jedem Format mit Desiree Nick. Aber was genau meint er jetzt damit? Also den Teufel heraufbeschwören und ihn dann zu Gesicht bekommen? Vera! Natürlich! Was ist eigentlich so der letzte Satz, den Yasin immer hört, wenn er verlassen wird? Boah, ich fand dich so schlecht. Warum bist du hier? I'm the fucking king of everything. Verdammt doch mal! Du kennst mich gar nicht. Das wird alles gut. Aber nur, wenn wir alle nach dem Sommerhaus einen gemeinsamen Ausflug machen in die forensische Psychiatrie. Hör auf zu weinen. Das macht uns schwach. Ihr habt mich nachdenklich gemacht, ob ich mich trennen sollte. Will er mich jetzt verarschen? Was hier abgelaufen ist, ist unentschuldbar. Auf Lebenszeit. Eine Entschuldigung. Sag mal, habt ihr das schon? Ich bin immer noch Andreas. Eben, diese Antwort zählt übrigens immer. Er denkt also über eine Trennung nach. Irgendwoher kenne ich doch diesen Gedanken, dass sich zwei sehr nervige Menschen voneinander trennen sollten. Ja. Und jetzt lernen wir alle Stars kennen. Oh. Lieber Gott, ich bin nicht egoistisch. Bitte gib mir das beste Bett. Ich bin Mola Dibisi. Das ist meine Freundin, die Adelina Zielay. Ich bin einer der ersten Moderatoren von Viva. Die größten Stars, die ich getroffen habe, die Liste ist Elena. Aha, also Mola ist ein Promi, weil er neben anderen Promis saß. Zählt das eigentlich schon als Homöopathie? Das beste Bett. Oder wie ein ehemaliger Bewohner sagen würde, die mit einer Kindersicherung drumherum. Wir haben uns bei Facebook kennengelernt. Du warst ja ein Fan. Ich bin ja praktisch mit dir aufgewachsen. Das ist bei uns immer so gewesen. Wir sind heimgekommen, haben Viva eingeschaltet. Da hatte ich nämlich auch noch ein Poster von Mola. Ich muss sagen, ich lebe eigentlich nach den 10 Geboten. Ihr wisst hoffentlich, was kommt. Lügen! Oh Mann, ich habe die 10 Gebote im Kopf. Wie auch immer. Amen. Sie ist ja jetzt kein Fan mehr. Wie geht's dir denn so damit, dass 50% deiner Fanclub-Mitglieder weggefallen sind? Also schmeißt du jetzt den Laden dann ganz allein? Dann auch, dass es sehr werteorientiert ist. Macht mein Herz dann immer bum bum. Mein Herz macht. Ich fühle mich wie in Österreich. Das ist so richtig heimisch und daheim. Dabei sieht das hier gar nicht nach Kellerverlies aus. Als Mitglied der Kameracrew hier im Auto hätte ich wahnsinnige Angst, von Molas unterem Sakko-Knopf erschlagen zu werden. Wir sind die Ersten. Also ein Kuhstall ist besser. Ach. Nassen, alten Lappen, den du in der Spüle vergessen hast, aber unter der Spüle für mindestens 1,5 Jahre, wenn du den rausnimmst, so hat's gerochen. Hier stinkt es gewaltig. Ja, sorry Leute, aber wir haben es wirklich immer wieder geprägt. Man hätte einfach besser auf Martin und Michaela aufpassen müssen. Nicht sympathisch. Und die? Nein, das stimmt natürlich nicht. Es ist weiterhin René Wellers Stinkejacke. Oder wie sie eben auch heißt, der hausinterne RTL-Duftbaum für Trash-Formate. Das heißt, wir nehmen das Zimmer. First come, first serve. Wir sind schon sehr sozial eingestellt, aber das kleine bisschen werden wir versuchen zu verteidigen. Schatz, oh mein Gott, du musst das einmal sauber machen. Es hat ja so nach Putzen geschrien, das Haus. Ja, mach ich ja. Ja, warte mal, warte. Bitte, bitte, tu es wieder zurück, bitte. Was willst du, dass wir drinnen haben? Ja. Besteck, erst das bitte Steck fertig machen. Fertig. Es ist so schmutzig. Das war bestimmt Eva. Und natürlich die Gipsreste aus Lishas Gesicht. Ich kann man nicht mit so einem Dreck vergleichen. Mit dreckigen Putzlumpen kennt er sich ja dank seiner Viva-Zeit sehr gut aus. Das wird definitiv für dich schwerer als für mich. Mit mir möchte ich da auch nicht reingehen. Echt. Die Leute sagen ja immer, oh, ich finde es schön, alt zu werden und in Würde alt werden. Und das ist alles nur Scheiße. Hi, ich bin Steff.
Ich bin Peggy. Ja, man kennt uns aus Gut bei Deutschland. Wer ist denn das überhaupt? Ich habe gar Carsten Maschmeyers Chirurg hat offensichtlich wirklich noch was retten können. Und hä? Wieso heißen jetzt Steff und Peggy? Apropos, wir machen gleich weiter. Ich würde es euch hoch anrechnen, wenn ihr mir ein Abo mit Glocke da lasst. Road to 150.000 Abonnenten. So, weiter geht's. Als ich sie gesehen habe, habe ich gedacht, wow, die will ich haben, die Kleine. Traumball, die gehören einfach dazu zum Feiern. Yeah! Dann komme ich einfach mal 2-3 Tage nicht nach Hause. Also wir beide sind glücklich so. Ich sehe auf jeden Fall schon Kühe. Oh, Landluft. Können nicht vielleicht wirklich in diesem Jahr einfach mal die Kühe einziehen? Die produzieren garantiert weniger Mist. Ui, seine Frau lässt ihn also alleine auf Partys, macht aber nichts. Nach all den Hyaluron- und Botox-Behandlungen ist seine Haut sowas wie ja die Schockbilder auf Zigarettenschachteln. Wir feiern wie die Wilden, hat aber Ohrstöpsel hier gerade während der Bootsfahrt im Ohr. Ich glaube ja, er meint ihr um Punkt 23 Uhr die Polizei rufen, weil drüben jemand auf dem Balkon Musik anhat. Jetzt sehr gut. Und wir müssen viel putzen. Bin ich raus? Hier putzen? Putze ich nicht. Schock, wie das da aussah, wie dreckig. Wir haben jetzt den gröbsten Dreck schon mal beseitigt. Ne? Ja. Ah, habt ihr schon geputzt? Ja, tatsächlich. Ja. So, hier haben wir uns ausgesucht. Ich glaube, der kann auch ganz anders werden. Wenn da irgendwas nicht passt, dann... Ja. Ach, hier schlafen wir welche? Im Wohnzimmer? So habe ich es mir nicht vorgestellt. Ich, als Promis unter Palmen abgesetzt wurde. Wir haben den größten Dreck bereits beseitigt. Stimmt. André Mangold und Andreas sind ja schon im vergangenen Jahr ausgezogen. Hattest du was nicht geputzt? Ich hab gedacht, das kann nicht wahr sein. Man hat sich fast so ein bisschen genötigt gefühlt. Ich dachte, mein Gott, ich bin noch gar nicht richtig drin mit meinen Latschen. Ja, dann kannst du ja gleich mal mithelfen, Peggy, ne? Ich putz gar nicht, null. Echt nicht? Nee, null. Gar nicht. Noch nie. Putzen. Oh, ganz kurz Luft, Peggy. Das bisschen Haushalt. Was genau erscheint euch im Duden unter Totalschaden? Nein, ich meine nicht Frontalschaden, sieht man ja. Ach so, ein Doppeleintrag, alles klar. Sie fühlt sich jetzt ein bisschen unwohl. Mola macht sich halt einfach viel zu früh an etwas zu schaffen, was halt doch noch mehr Zeit gebraucht hätte. Wie bei Laura und Michael damals, die sind einfach immer noch irgendwie im Sommerhaus. Dann hast du so ein paar Chaosköpfe da drin. Ich bin Lars, mich kennt man aus einer täglichen Serie bei RTL und das ist mein Freund. Ich bin der Dominik und ich voltigiere. Natürlich gucke ich zu. Wenn man einen Tag nicht am Handy ist, ne? Akrobatik auf einem Pferd oder wie ich sagen würde, Knickknack mit Taizia. Ja, also diese Kunststücke auf dem Pferd, damit ist jedenfalls auch klar, ganz egal wie schlimm das Haus aussehen wird, Lars hat schon Schlimmeres gesehen. Und deiner? Dieses Aufeinandertreffen ist dann immer ein bisschen komisch. Das war doch ganz cool. Lars war der Blonde, der ne? Der Dunkelhaarige. Lars ist der Blonde. Oder? Nee, Dominik ist der Blonde. Lars ist der Blonde. Irgendwie sehen die immer gepflegt aus wie Heteros, ne? Ich weiß auch nicht warum, was die anders machen. Die pflegen sich, glaube ich, besser. Die nehmen sie vielleicht mehr Zeit vom Spiegel. Ja. Sehen also prinzipiell besser aus als Heteros. Sie spritzen sich halt auch nicht die gesamte Mimik aus dem Gesicht. Wir verteufeln RTL für die Klischee-Schublade. Und wir verehren RTL ja auch so ein kleines bisschen dafür. Ich habe nur Angst vor diesem Ding, weil das rausschießt. Weiter geht's mit Samira und Yasin von Love Island. Da war auf jeden Fall eine Person, die mochte ihn ganz, ganz gerne. Und er hat ihr aber auch kleine Hoffnungen gemacht. Ist gut jetzt. Du weißt, was ich meine? Ja, ist gut jetzt. Mhm. Also ich denke, dass wir so gut wie alles voneinander wissen. Ne? Ja. Also das... Nein? Gibst du mir einen Kuss? Jetzt nicht. Nach Love Island wurde ich schwanger und jetzt haben wir einen Sohn. Und irgendwann der Sohn so... Mama, Papa, ihr seid peinlich des Todes. Naja, also ihr Sohn ist ihr ganzer Stolz. Deswegen gilt auch eines. Gebildetheit ist das Wichtigste. Und deswegen soll das Kind nicht so werden wie der Vater. Ich hab dich aufgeregt, du auch? Oh ja. Das sind keine Kühe. Büffel, Büffel. Bitch, I'm a cow. Hey, ihr Miezis. Was für Miezis? Wir sind jetzt eure Mitbewohner. Und Peggy sagt noch, du auf keinen Fall, weil ihr seid gerade Eltern geworden. Klar, dass Kühe beim RTL anders aussehen, das ist wirklich der Klassiker. Und bitte eines nicht vergessen, jeder, der sagt, Gott, das ist mir wirklich viel zu doof, hat noch nie Temptation Island gesehen. Ja, das mit dem Kind ist wirklich sehr komisch, aber immerhin schlägt er hier zwei Fliegen mit einer Klappe. Er ist Teilnehmer des Sommerhauses und gleichzeitig auch Prinz Fremdcharming. Wie heißt er nochmal? Ich mach die Führung, ihr beiden Hübschen. Mambo, Rambo. Mambo. Wie es ist für mich, dass alle mich kennen, musst du beantworten. Du bist einfach, ja, eine Legende. Mambo. Mambo. Wir waren die Ersten. Ich habe ihn vorher auch noch nie gesehen gehabt. Wer war als Erstes nochmal? Ja. Ich glaube, er ist so einer, dass er gerne Recht haben möchte. Also so kommt er mir auf jeden Fall vor. Ja. Komisch.
Ja, ist schon ganz komisch. Sagen die von Love Island, oder wie es eben auch heißt. Fernsehen ist ein Hurenhaus. Mola ist so prominent, er wird immer wieder mal bei Rewe angesprochen. Und zwar mit der Frage, ob er sich mal um den Pfandautomaten kümmern kann. Mola betont so oft, dass er ihr geputzt hat, wie Dani Büchner die ihr wichtigste Person in ihrem Leben. Was ist? Hör mal auf damit. Ja, Entschuldigung. Mein Name ist Mike Sies und ich feiere mich selbst. Das ist meine Frau, Ehefrau Michelle Monbalin. Kennt man aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Peggy Schuhschnabel, wie der Vogel. Also ich habe noch nicht eine Sache gesehen, wo Michelle mitgespielt hat. Jetzt wird es das nie wieder geben, ist ja ganz klar. Nö. Warum? Weil es zu viel ist. Für Michelle gibt es keine Naked-Rollen mehr, so einfach ist das. Und in ihrer Freizeit mag sie gerne Botox. Mike verbietet also seiner Freundin bestimmte Outfits. Naja, sein Selbstbewusstsein ist also mal genauso dünn wie ihre pergamentartige Haut. Was checkt eigentlich Mikes Frau Michelle in Bezug auf ihn nicht so richtig? Du bist eine Brunnenvergifterin. Absolut, Simon. Und Freunde, das ist eben der Unterschied zwischen günstig und billig. Günstig ist der Handytarif von Simon. Mehr gibt's über den Infobutton. Billig sind die Kandidaten hier im Sommerhaus. Wir haben uns vor ungefähr 13 Monaten kennengelernt. Auch in der Ehe ist harte Arbeit einfach immer wieder jeden Tag, um da ruhig zu bleiben. Verstehst du? Du bist verheiratet, so. Das ist eine Fessel. Von der Seite, Schatz. Warum denn von der Seite? Weil es sonst blöd aussieht. Ja, so sieht's ja jetzt nicht blöd aus. Trennung ist nicht drin. Gib dir Mühe. Was soll das heißen? Und das muss man sich immer bewusst machen. Er ist hier, um neue Leute kennenzulernen. Sehr gut, um zumindest mal fremde Leute kennenzulernen. Bist du hier in dieser Sommerhausstaffel genau richtig. Eine Ehe ist also wie eine Fessel. Immer zusammengebunden. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Nämlich ist es auch für ihn die einzige Chance, dass er den Weg hier ins Sommerhaus auch findet. Warum wir Männer nonstop f***en, ist, damit wir stressresistent sind. Schüttet man einfach, wie heißt dieses Hormon? Serotonin. Wie? Serotonin. Ja, genau das. Und das schüttet man aus. Sie. Frauen checken einfach nicht, dass sie ihren Kopf abschalten müssen und mit ihrer Libido denken. Ist der scheiße, ist die Beziehung scheiße. Ja, siehst du, sag ich doch. Dementsprechend muss der wirklich richtig mies sein. Gebt ihr bitte die Krone. Keine Dschungelprüfung ist so krass wie hier die Ehe mit dem Mike. Mike schmeißt einfach mal seine Kippe ins Wasser. Wer kümmert sich da jetzt bitte um das Federvieh? Umweltschutz oder wie es bei RTL auch heißt. Ich brauche eine Zigarette. Wir sind authentisch. Wir können uns nicht verstellen. Wenn einer an der Arsch platzt, platzt er einem so. Und wenn nicht, dann ist es in Ordnung für die anderen. Aua, mir ist gerade voll die Fliege an den Kopf geflogen. Ich muss mal pinkeln. Baby, das geht jetzt nicht. Jetzt hör auf. Ja, wenn ich da schnell reingehen soll, ja. Komm. Schatz, ich muss pinkeln. Du gehst jetzt nicht pinkeln. Boah, ist das hart, Alter. Halt doch noch eine Runde. Warte doch mal, ich bin voll platt, echt. Warte doch mal. Der Ring hat sich... Authentisch. Das heißt, wir werden ihn auch noch sehen, wie Gott ihn geschaffen hat. Gut, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, RTL hat die Kohle nicht in ein Makroobjektiv investiert. Oh nein, die böse Fliege hat ihn gerade wirklich verletzt. Fliegen stehen halt leider auf Kacke. Und aus seinem Mund kommt wirklich richtig viel davon. Wie verhält er sich bitte seiner Frau gegenüber? Ich muss brechen. Sie vermutlich auch. Klingt so, als wäre sie schwanger. Nein, keine Sorge. Das ist die ganz normale Körperabwehrreaktion, wenn man neben jemandem wie dem Mike im Bett liegen muss. Nur Claudia Obert wüsste, was in dieser Situation zu tun ist. Zieh! Freuen sich schon voll. Michelle und ich kennen uns schon sehr lange. Kommen Sie rein. Hier haben wir schon mal durchgewischt. Ich muss mich nicht vor den anderen beweisen, dass ich hier derjenige bin, der die ganze Hütte sauber hält. Lass nicht glauben. Schatzi. Fokus. Und, sie ist einfach super, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also man kennt sich. Michelle und er kennen sich schon sehr lange. Ja, es liegt halt auch einfach daran, dass sie schon sehr, sehr alt sind. Sekunde. Michelle ist 42. Sie leben nicht. Oha, sie haben also eine gemeinsame Vergangenheit. Diese Schlawine vom RTL, sie kann ihre Finger von, ich sag jetzt mal, nicht ganz einfachen Männern genauso wenig lassen. Die Menschen mit schlechtem Geschmack von Louis Vuitton Taschen. Die nächsten beiden kommen an. Und ja, sie teilen mit allen das gleiche Schicksal. Glaubst du, uns wird jemand kennen? Nee. Glaube ich auch nicht. Hast du da Brühe reingemacht? Ja. Warum? Das weiß ich auch nicht. Ich bin Sissy. Ich bin Ben. Ich war der erste Transmann auf dem Cover der Men's Health. Für mich ist doch ein Mann am Ende, egal wie der da hingekommen ist, durch Geburt oder durch irgendwas anderes, ein Mann. Genau das. Ganz ehrlich, bei mir ist es so krass, dass ich da manchmal gar nicht mehr durchsteige, was das alles ist. Transsexuell, Transgender. Ich komme da auch immer ganz durcheinander. Und das ist Erik, der gerne auch mal so ein getragener, hier,
an der Unterwäsche, schnüffelt auch gerne an seiner eigenen. Das ist nicht die hellste Röhre im Solarium. Ich liebe dich auch, wenn du aussiehst wie ein zerplatztes Kissen. Hallo, ich bin Janina Korn. Und ich trinke gerne Korn. Roland Heitz, Schauspieler. Zeig dich! Wir haben eine Menge. Ich empfehle Gemüse am Morgen. Rohes Gemüse. Isst du keine Zucchinis? Keine Zucchinis? Aber abendessen hat sie noch die Zucchini aus. Ja. Bleibt zu hoffen, dass sie es danach wieder ordentlich reinigen. Ihr Leben ist genauso interessant, wie die beiden bekannt sind. Also ihre Lieblingssendung ist übrigens der Bachelor. Warum eigentlich? Ich liebe Kühe. Oh, pralle Euter. Das ist wirklich Natur. Mehr Natur geht nicht. Dann warte mal ab, bis du die Gesichter deiner Mitkandidaten siehst. Hallo! Hallo! Puh, okay. Hallo! Boah, das kann dann irgendwann nerven. Lass mal glotzen. Schnauze! Ich glaube, ich bin hier der Älteste. Ich habe beide zuvor noch nie gesehen. Das heißt, sie haben wahrscheinlich eine Primetime-Sendung bei Sat.1. Das Beste kommt zum Schluss. Und ich setze nach den Kandidaten hier wirklich alles darauf. Das letzte Paar zieht ein. Und der fängt auch direkt mal mit einem Schwank aus seiner Jugend an. Ja, jetzt wird's langsam hart. Pipi. Muss Pipi, sorry. Ich bin der Almklausi. La 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 la. Ich bin Marita. Zu Hause hören wir das nicht. Also nicht, dass du schlecht singst. Doch. Ja. Aber es strengt schon an, ja, ja, klar, zuzuhören, weil du, also wie du halt singst. Unser Almklausi seit wirklich zig Jahren mit nur einem Hit im Business. Okay, sagen wir mal lieber Lied. Der Almklausi kommt also im Horrorhaus an. Sorry, Sommerhaus natürlich in die RTL-Sendezentrale GCS nach dem Drehen. Hände gewaschen. Ja, so gemacht halt wie immer. Eine Mu, eine Me, eine Dä, Dä, Dä. Das kann ja auch noch besser werden. Aha! Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Das ist ein peinlicher Moment in meinem Leben. Jetzt kommt der Micky Krause. Ja, er hat ja... Das hätte ich mir ja gewünscht. Ja. Ne? Wer kommt? Der Klausi. Was für Bauersucht-Frau-Kandidaten Fliegenklatschen sind, sind für Sommerhaus-Test Stars-Teilnehmer die bunten Pillen am Morgen. 16 Leute auf engstem Raum mit 16 Problemen. Man wird schnell Freund zum Feind. Ja. Ich muss dir was sagen. Ich war früher mit Mola eine Zeit zusammen. Was machst du jetzt hier, oder was, mir das zu sagen? Nein, ich will das nicht, dass du... Okay. Ich will nicht, dass du das von anderen erfährst. Nur fürs Protokoll, das ist ewig her. Damals hatte ja Dr. Mang sogar offensichtlich noch Bastelscheren verwendet. Ich bin ja ehrlich gesagt nur froh, dass Mike für dieses Harmoniegequatsche hier genauso resistent ist wie unser Almklausi in Sachen Geschmack. Also zusammen. Ein paar Monate. Ich hätte es lieber nicht erfahren, zumindest nicht hier drin. Ey, krass, du weißt gar nicht, was gerade so krass in mir vorgeht, ey. Fuck, das super, kann ich nicht. Jetzt soll lieber mal nichts gesagt. Wenn man ständig mit Ex-Leuten konfrontiert wird, macht es deinen Partner unattraktiv. Das ist voll lange her. Mein Gott, das letzte Mal vor 13 Jahren. Ich will nichts mehr davon hören. Weißt du, wie scheiße mir das geht? Ich bin voll erschrocken. Ich muss das erstmal verdauen. Er ist so hart im Leben. Sein Leben sei ja auch wie eine Achterbahn. Aber geht es in einer Achterbahn nicht auch mal hoch? Da stellt er also seine Frau im Fernsehen bloß mit ihrem Liebesleben. Das ist so kindisch. Seid mal leise. Dann kann man das Kratzen am Ego hören. Den Typen hättest du dir auch sparen können, so wie viele andere auch. Leute, die die Welt nicht braucht. Ruhe! Hör auf. Bullshit. Hör auf, jetzt zu reden. Hör auf zu weinen. Das macht uns schwach. Ich habe jedes Arschloch, das uns im Weg steht, zur Seite geschoben. Aber wir werden diese Leute mit fairen Mitteln schlagen. Mit fairen Mitteln. Verstehst du? Gib einen Scheiß auf ihn. Wir nehmen Abstand von dem. Verstehst du? Was guckst du so? Bist du Psycho? Er ist ihr Traummann. Wie anspruchslos kann man sein? Liebe Kinder, bitte merkt euch das. So sieht eine ungesunde Beziehung aus. Und so langsam bekomme ich das Gefühl, dass das in ihrem Gesicht gar kein Botox ist, sondern einfach eine allergische Reaktion auf das Gift, was eben Mike hier beim Kuscheln überträgt. Er ist ab sofort tabu. Es gibt keinen Umgang mehr mit ihm. Das ist für mich ganz klar. Und auch für dich nicht. Hattest ja deine Zeit mit ihm. Es sind ab jetzt Feinde. Warum?
Du weißt doch gar nicht, ob er böse ist. Hör auf jetzt. Du weißt nicht, ob er böse ist. Es ist mir scheißegal. Ich habe meine Stellung. Ich möchte nichts mehr hören. Denk doch mal. Ich möchte nichts mehr hören. Erst ein rotes Tuch abzufahren. Warum? Setz dich mal mit dem Rücken mal hin, ich hole dir ein Tuch. Nein, du setz dich. Du hörst jetzt auf. Ich möchte nichts mehr hören. Ich möchte nichts mehr hören von ihm. Ich möchte nichts mehr hören von ihm. Ab diesem Zeitpunkt ist er Feind. Wisch dir die Augen mal weg, da ist der ganze Kajal. Mike sagt, ihn will man nicht als Feind. Also ehrlich gesagt will ich ihn auch nicht als Freund. Aber einer ist von der Mike begeistert. Es braucht nur ein paar Minuten von ihm. Und schon ist er nicht mehr der größte Unsympath im Land. Alles ist gut. Wer findet gut, dass wir verheiratet sind? Super finde ich das. Man hat ihm irgendwie angesehen, dass da irgendwas in ihm vorgeht. Der hatte richtige Probleme. Ich hab mich im Griff. Gut. Niemand kann einem das Wasser reichen, außer der Kellner. Kennst du das? Bin noch ein bisschen überfordert. Ne? Es ist noch immer Jod hier. Na, ob es dieses Mal gut geht? Ui, Leute, ich mache mir ein bisschen Sorgen. Wer hofft denn, dass das hier eskaliert? Everybody! Yeah. Niemand kann ihm das Wasser reichen. Schade, meine Hoffnung war ja, dass ihm irgendjemand aus Versehen das alte Wasserglas von unserem Tim Tonic gereicht hat. Die Rückstände würden alles erklären. Alte Ratte, Tim, Mann. Tim. Was ist eigentlich der Mike? Eine richtig arme Wurst. Kleine Wurst. Guck mal, ich überhaupt was runterkrieg. Keine Matratze, was ist das? Ist Holz hier. Ah, es tut schon weh, ne? Das Lattenrost, das drückt voll durch. Wir haben sich jetzt so ein bisschen organisiert und haben es uns so ein bisschen vergessen. Und dann hätten wir tatsächlich das Ultimum. Das Zimmer für uns alleine. Oh mein Gott. Ja, wir haben echt Glück gehabt. Ja, Gott liebt uns. Ich freue mich jetzt schon auf den besten Nominierungsgrund. Die Frau verdient ein besseres Bett. Das Beste ist natürlich, sie schlafen nicht mit so vielen Leuten in einem Raum. Das heißt, es stinkt auch weniger. Einem Klausis Freundin würde dem widersprechen, ganz ehrlich. Lieber schläfst du ja mit deinem Freund auf einem Brett, als neben deinem Freund, der ein Brett vorm Kopf hat. Er ist im Moment das einzige Problem. Ich bin einmal im Flugzeug ausgerastet. Wir hatten Business-Class-Tickets, ne? Und dann gibt sie mir die Tickets so, Economy. Ist das du, der ist gegangen? Ich so, listen, Bitch. Da kommt ein beschissener No-Name-Moderator. Glaubst du, dass den irgendeiner noch erkennt auf der Straße? Das ist so Panne, was das ist. Ich werde gucken, dass er ganz oben auf der Abschussliste steht. Am besten ist er der Erste, der hier draußen ist. Geht weg, ihr schieres Gesindel. Mike ist halt einfach arrogant, egoistisch, aggressiv. Geil. Mike will also den Mola loswerden und das alles nur, weil die beiden mal picknicken waren vor vielen, vielen Jahren und es da zu einem Unglück kam. Ich hab mich mit Wurstwasser bespritzt. Apropos. So, hier ist der Kamera. Scheiße. Und ich lasse den Vorhang extra auf. Ich war früher mit Mola eine Zeit zusammen. Unangenehmes Thema. Sie haben aus. Jemand, mit dem Sie was gehabt haben. Bei uns jetzt? Ja. Aber es ist lange her, extrem lange her. Wenn du den Ex von einer Frau siehst, wieder durch das Amt. Ja. Das ist aber auch richtig widerlich. Oder wie wir sagen, das Insta-Profil von Mike. Almklausi kommt aus dem Lateinischen und bedeutet zu viel Information. Vielleicht spielen sie ja in diesem Jahr wieder das Piñata-Spiel. Michelle könnte sich dann gegen den Kopf hauen und vor Mike behaupten, dass sie eine Amnesie hat und dass sie Mike einfach nicht mehr kennt. Also die morgendliche Stimmung ist bei mir echt ganz gut. Mir geht's heute miserabel. Ich hader sehr stark mit mir. Ihn zu konfrontieren. Deine Partnerin weiß es vielleicht auch gar nicht. Wenn ich Dinge kläre, kläre ich sie nicht hintenrum. Dann kommen wir quatschen mal kurz. Ja. Hat er es dir erzählt? Was? Mit Michelle? Vor über 15 oder 18 Jahren hatte Mola und Michelle was. Oha, offensichtlich weiß sie wirklich nichts davon. Und nein, er klärt es nicht hintenrum, nur hinter Molas Rücken. Muss das einen Sinn ergeben? So viele Jahre sind seitdem vergangen, Mike. Und glaub uns, wir Zuschauer der Dschungelcamp-Show aus diesem Jahr wissen genau, was eine Ewigkeit bedeutet. Also jetzt stell dich mal nicht so an. Ja, aber das ist doch die Vergangenheit. Jeder von uns hat eine Vergangenheit. Das sage ich ja, auch. Gestern hat mich das so krass belastet, dass ich sogar Yasin fragen musste, was ich tun soll. Ich wollte nur, dass du es weißt, verstehst du? Mhm. Wow. Und wir sind alle gesegnet. Sie nimmt's gelassen. Er reitet sich immer mehr in die Scheiße. Ich überlege. Du musst das Würstchen von hinten da schieben. Woher ich das kenne? Mola, wir müssten da mal quatschen. Ja. Gestern habe ich was erfahren, was einfach hier drin hätte nicht stattfinden sollen, verstehst du?
So von eurer Vergangenheit damals. Ich hätte ihr einfach nichts gesagt, was nicht wichtig ist. Sie hätte alles erzählt. Was? Ja, natürlich. Und nicht nur mir, sondern er braucht ja moralische Unterstützung von allen. Er wünscht sich Unterstützung, bekommt aber nur die Stütze. Wirklich, ich bin sehr empfänglich für seichte Unterhaltung. Aber hier nach 10 Minuten Mike und ich zweifle an der Menschheit. Wir stammen von Affen ab. Scheiße, 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 scheiße. Ich kann nicht. Was meint er? Singen? Ist baumelt so. Aha, die Reifen erinnern ihn also an seine Eier. Ja, komm. Dein Arsch sieht gut aus. Gemeinsam müsst ihr euch von einer Plattform zur nächsten hangeln. Auf dem Weg müsst ihr Fragen beantworten. Oh Gott, es wird hart. Es war sehr, sehr hoch. Never ever. Das Sommerhaus steht dieses Jahr unter dem Motto, dem Alter nicht angemessene Frisuren. Also die Frauen bemängeln, die Typen geben sich einfach keine Mühe. So wie Almklausi im Tonstudio. Kannst du lesen? Nee. Wie viel Prozent der Männer haben Fantasien über Personen, mit denen sie arbeiten oder gearbeitet haben? A, 55%, B, 75%. Ah, das kommt jetzt drauf an, ob sie die Kollegen von Steff und unserem Almklausi auch befragt haben. B. Schatz, warum lachst du? Komm mit rein. Lach bitte nicht. Du schaffst das. Geh rein da. Geh rein. Los. Ah! Du gibst jetzt nicht auf. Es geht nicht. Doch, es geht. Samira sagt, sie ist total froh, wenn sie das geschafft hat. Die Beziehung mit Yasin. Das ist so schwer. Es geht nicht. Lass runter. Nein, nicht aufgeben. Nicht mehr. Nein. Diese ganze Scheiße kostet mich nicht so viel Energie. Diese zwischenmenschliche Scheiße. Das hat mich so angestrengt. Und sie kotzt mich an. Und außerdem redet sie so viel. Er will seine Ruhe haben, wenn er sich hier seine nächste Provokation überlegt. Ui, Mike Stimmung schwankt in Folge 1 mehr als Georgina, Andreas und Kubi zusammen. Guck mal, wenn du dich hier dran lass fest... mich mal bitte reden und hör auf, mir herrische Anweisungen zu geben. Ich schwinge mich jetzt auf den vierten... Sag mal, hörst du mir eigentlich nicht zu? Eine Sache musst du hier und jetzt einfach mal lernen. Du hörst auf mich. Und hör auf, mir herrische Anweisungen zu geben. Es ist keine Option, du willst nicht aufstehen, dann mach ich. Ich brauche eine Zigarette. Das ist krass. Komm, beiß jetzt! Baby, ich muss meinen Arm mal wechseln. Ich kann mich kaum noch bewegen. Mir tut hier alles weh. Was macht ihr hier eigentlich? Klar, ne? Wie immer, verlieren. Also, es ist wirklich ziemlich hoch. Grüßt mir doch mal bitte da oben Mikes Ego. Mike und Michelle, damit sind sie Sieger des Spiels. Herzlichen Glückwunsch! Gerockt, Punkt, ja. Geil. Voll geil. Michelle kann so froh sein, dass sie wirklich so einen Typen hat. Er hat das ja fast ganz alleine geschafft. Ich sag's, wie es ist. Meine Antipathie gegen ihn ist größer als sein Ego. Und das heißt was. Ich möchte kurz was sagen. Momentchen mal, Herr Moderator. Wir haben das geklärt. Fertig! Komm nicht an und stell dich vor alle Leute. Unsere Beziehung war es nicht wert, dass wir überhaupt eine Beziehung führen. Ich will es mir gar nicht vorstellen, mein Ex hier. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass Mola vor der gesamten Gruppe spricht. Mike, beruhige dich und mach das, was du am besten kannst. Genau, nichts drauf, außer Zahnbelag. Ich liebe alles. Er muss es machen, weil er dich klein machen will in dem Moment, um sich größer zu machen. Ich wollte es eigentlich gar nicht zur Sprache bringen, nur Mike hat mit Adelina gesprochen, Mike hat mit anderen Leuten gesprochen. Mike, ich bitte dich, komm zu mir, red mit mir, frag mich doch einfach. Hatte ich ja heute Morgen gemacht. Nein, ich wusste nicht, wovon du sprichst. Erwarte nicht heute vor versammelter Mannschaft, den Spieß umzudrehen, zu manipulieren. Darf ich was sagen? Er korrigiert einfach wirklich jeden einzelnen Satz seiner Frau. Und trotzdem führt er das Ranking der Korrekturen bei weitem nicht an. Mike, verheiratet, ja. Du bist hier. Ich war so im Konflikt. Ich habe mit sonst niemandem hier gesprochen. Ich wollte es dir nur sagen, weil ich ihn kann. Michelle, alles gut. Weißt du, schwer. Aber dann hätten wir doch zusammen sprechen können, Michelle. Ich kann's nicht. Ich kann nicht erst mit dir reden und ohne dass er es weiß. Es geht nicht. Das ist so unterirdisch. Das ist so unterirdisch, eine 42-jährige gestandene Frau so zu demütigen in der Öffentlichkeit. Einsicht ist immerhin der Erste. Ach so, er meint gar nicht sich selbst. Der Typ ist in der Beziehung wirklich so schlimm. Es würde mich nicht wundern, wenn deren gemeinsamer Song von Wolle Petri Hölle wäre. Jetzt haben alle eine Meinung. Ich finde gut, dass Mola es
angesprochen hat, weil ja Mike schon so ein bisschen rumgelaufen ist und manche Leute schon so Pfeile gesteckt hat. Weil die Adelina hat auch nichts gesagt, weil er ihr gesagt hat, sie soll nicht sagen. Dann habe ich gesagt, wovon redet der? Dann hat sie mir das erst erzählt. Wow. Ich trage die Last von uns beiden. Reiß dich zusammen, reiß dich zusammen, reiß dich zusammen. Aber spielst ein Spiel mit mir? Ich nehme dir alles. Alles. Und wie groß ist eigentlich Mikes Ego genau? Ein halb von Dannys oder doch drei Viertel? Und wisst ihr, was schade ist? Die machen hier mit für Ruhm und Ehre. Georgina hat das im vergangenen Jahr nur für Ruhm gemacht. Jeder versucht sich irgendwie so ein bisschen einzubringen. Und die beiden, so speziell jetzt auch Roland, nicht wirklich. Ein bisschen mithelfen. Kann er nicht. Doch noch nicht mal essen? Nur bedienen lassen. Muss nur ein bisschen beobachten. Ich kümmere mich immer nur um mich. Ja, ich auch. Aber wenn ihr alle was tun müsst, fällt es ja irgendwann mal auf. Aber man muss das dann ansprechen. Wir können nicht da, also wenn das so ist. Nee, genau, genau. Viele Sommerhauskandidaten kommen aus gutem Hause. Und für sie ist Alm Clausis Lästerverhalten wirklich ein No-Go. Und viele ehemalige Sommerhauskandidaten arbeiten in gutem Hause und machen Gogo. Wen würden die Promi-Paare aus dem Haus wählen? Roland und Janina. Roland. Janina. Roland und Janina. Ich möchte Mola raushaben. Du sagst deine Meinung dazu, weil du musst deine Meinung genauso sagen. Du versteckst dich nicht mehr hinter deiner Meinung. Boah, keine Ahnung. Was bist denn dir da noch unsicher? Lass uns Mola nominieren. Mike bereut wahrscheinlich gerade, dass er von seiner Frau nicht auch das polizeiliche Führungszeugnis verlangt hat. Wer weiß, was da in der Vergangenheit noch so war. Vielleicht ist sie mal betrunken Fahrrad gefahren, wie er es einfach schafft, dass sie sich schuldig fühlt, obwohl sie wirklich alles richtig gemacht hat. Janina und Roland 5 Stimmen, Adelina und Mola 1 Stimme. Tu da nicht so rumhadern mit deiner Entscheidung. Du kannst nicht immer, wenn dir jemand Scheiße ins Gesicht wirft, abwischen und sagen, nee, das ist okay. Ja, kann ich das tragen. Okay. Was soll das? Ich persönlich, ich glaube, dass wir die Stimme von Michelle und Mike bekommen haben. Vielleicht ist es noch nicht geklärt. Mola hat recht und wir kennen jetzt immerhin Mikes Lebensmotto. Schlechte Laune ist my life. Die Stimmung ist einfach so trostlos wie das neue RTL-Design. Das ist so komische Vibes irgendwie. Das Problem ist immer, dass ich immer noch was Gutes suche und das wird mir immer zum Verhängnis. Du brauchst nichts Gutes in jemanden suchen, der dich einmal verarscht hat. Das hat was mit Menschlichkeit zu tun. Menschlichkeit, pass auf. Ey, du mit deiner Menschlichkeit. Hör auf, immer das Gute im Menschen zu suchen, wenn nichts da ist. Ich habe so das dumpfe Gefühl, unsere Michelle steht öfters neben einer richtigen Flasche als Georgina Fleur und Claudia Obert zusammen. Wisst ihr was? Ich würde es euch hoch anrechnen, wenn ihr mir ein Abo mit Glocke da lasst. Und wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Und wen mögt ihr mehr? Mike oder sämtliche Kühe hier auf der Weide? Ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Hier gibt's mehr Drama. Are you the one? Cornfro Queen Valentina macht in der Couple Challenge alle platt. Und liebe Sommerhaus-Fans, falls ihr Raffis Topfschlagaktion bei Promi BB nicht gesehen habt, klickt hier rein. Boom. Die ganze Sommerhaus-Folge verlinke ich euch natürlich in der Beschreibung. Viel Spaß mit allem und bis ganz bald. Ciao.